Na dann, herzlich willkommen zurück zu Earth Defense Force 2025. Wir müssten so langsam durch sein. Mal gucken, was da noch so kommt. Deploying. Select a mission. Trap. Select a difficulty. Okay. Wir sind gerade auf dem Weg nach unten in die Katakomben. Unterirdische Tunnel von denen. We were attacked here, we'll be killed. It's not like I think enemies! Senior officer. Commander, I'm counting on you. Search for escape! Possible. The enemy is above us. Crap, I don't have bullets. Ach Gott, jetzt kommen die von allen Seiten her. Ach, Scheiße. Wir kommen noch gut durch. Weiß nicht, ob es so clever ist, die Granaten zu benutzen, weil die sind mega krass. Und die haben mich auch schon ein paar Mal selber getötet. Das sind schon echt viele, ey. Oh, fuck. Oh Gott! Weil für Spinnphobiker ist das hier auf jeden Fall nichts. So, mal den ganzen Krempel hier einsammeln. This is headquarters. Abort operation. All units retreat. Easy. Locker.
Irgendwie so richtig Dinge mit hohem Level finden wir irgendwie nicht, oder? Can only be used once. Die ganzen Dinger, die wir haben mit hohem Level, die sind alle so, ja, ist dann aber sofort weg, wenn du es mal ausprobierst. Choose loadout. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. Disconnected from Xbox Live. What? Warum auch immer. This is Ranger 29. The commander was killed in action. We can't fight by ourselves. Strategic Command HQ to Storm Team. Join Ranger 29 and continue battle. No commanding officer. Diese großen Roboter sind echt krass. Wenn die so ein rotes Dreieck auf dem Kopf hat, muss man nah rangehen, dann laufen die mit einem mit. Sammeln den Scheiß ein. Oh Gott. Der ist näher als gedacht. Ui. Also für die Beschreibung für das Level mit Giant Robots war auf jeden Fall sehr treffend.
Die erinnern mich so ein bisschen an Attack on Titan mit ihren fliegigen Geschwinge. Ja, ich komme nicht zu den Items. Okay. Flamethrower Level 5. Warum nicht Level 25? Ja. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. EDF. EDF. All units, engage the enemy. Our mission is to shoot down the mothership. Oh, ich weiß nicht, ob ich dann eher noch mehr noch Long Range Weapons hätte mitnehmen müssen. Oh, fuck. Hey, vielen, vielen Dank. Ich krieg grad zwar keine Anzeige, was genau das war, aber vielen Dank. Ey, diese ganzen Alerts sind so kaputt bei mir. Wieso krieg ich das nicht hin? Ach hey, du Heil! Danke fürs Abo, vielen, vielen Dank! Na, wie geht's dir? Lang nicht gesehen? Wow, da kommt da einfach mal das Raumschiff runter. Oh Gott, viel Kram. Ich hoffe, ich komme an das Mothership auch dran. Das sieht ganz schön hoch aus. Naja, wir holen erstmal die anderen Dinger hier vom Himmel. Gucken wir mal. Ach, Quatsch, wir sammeln jetzt hier nicht alles ein. Das dauert ja ewig, bis die gegen zu kommen. Ach du Scheiße. Ach, bist wieder in einer Beziehung. Ja, ich hoffe dann alles gut soweit bei dir. Ach, das ist sowas echt krass. Naja. Ach, ich kann mich irgendwie nicht beklagen. Job ist... schwankt zwischen sehr langweilig und ganz interessant. Kommen jetzt halt mal wieder häufiger zum Streamen. Eigentlich alles ganz schick. Krass. Ja, das ging dann relativ schnell, aber ja. Ich denke mir immer, also weiß ich nicht, früher war ich da auch so super vorsichtig, ich denke mir so, hä, man muss sich doch ewig kennen, bis man zusammenzieht. Und da denke ich mir, ist ja jetzt auch nicht so ein großes Drama, dann zieht man halt zusammen und wenn es nichts, also besser als wenn man irgendwie 3 Jahre eine Beziehung hat und dann zusammenzieht und dann merkt, dass man nicht zusammen wohnen möchte oder
das doch nicht so gut passt. Dann kann man auch direkt zusammen ziemlich gleich merken. Oh Gott, die Karte, ey, um mich rum überall, Viecher. Oh Gott. Ja. Ja, das ist eigentlich überhaupt kein Problem mit uns. Was ja irgendwie auch witzig war, weil im Grunde ja von einer Fernbeziehung dann mehr oder weniger direkt zusammengezogen. Aber überhaupt kein Problem. Es war noch ein Gegner auf dem Radar. Okay, jetzt nicht mehr. Das war's. Easy. Ja, nee, kann mich nicht beschweren. War irgendwie alles relativ locker. Aber ich muss sagen, dass ich da auch total anspruchslos bin bei so vielen Sachen. Also es gibt ja dann Leute, wo es dann dauernd Streitigkeiten gibt, wie, weiß ich nicht, wo stelle ich was hin, welche Farbe hat irgendeine Wand, welche Lampe kommt an die Decke, und ich bin überall so, ja, dann entscheide das halt. Select a mission. Select a difficulty. Und die, ja, und die Sachen, die mir dann wichtig sind, die kann ich dann auch schon entscheiden. Ja, alles da. Oh, na dann, viel Spaß. Freut mich auf jeden Fall, dass du mal wieder reinschaust. Ah, die Dinger sind so nervig. Das viele!
Immer mal schön den Krempel einsammeln. Wie sollen wir die denn da runterkriegen? So kann man auch was einsammeln. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. This is Strategic Command Headquarters. Large numbers of giant insects are approaching. All units, prepare to attack. Oh, da kommen echt viele. Ranger 31, as you fall back, draw the enemies into shooting range of the snipers. Ranger 31, roger that! Ranger 31, the enemies will soon be in sniper range. Hurry! Fencers, engage in battle! No. Yes, sir! Hey Capu! Achso, ach na dann, viel Spaß beim Chor. Ich erschieße hier Insekten, um die Welt zu retten. Kann man machen, genau. Ist irgendwie so lustig. Alle haben halt unterschiedliche Hobbys. This is Scout. Giant insects are heading to the shore. There are so many. Oh Gott, da kommen sie. Naja, da wird wenigstens mal wieder ein bisschen was gesungen. Auch cool. Oh Gott! Ich finde ja krass, wie groß das hier immer alles ist. Also klar, die Insekten sind groß, aber auch, dass man echt von so ganz weit weg irgendwie so einen Berg sieht und dann irgendwie da 1000 Insekten rüberkommen. Ah, krass! November 9. Ich bin auch letztens erst drauf gekommen, dass es eigentlich voll komisch ist, dass wir den 7. Oktober feiern. Ich weiß, da war dann irgendwie eine Vertragsunterzeichnung. Aber so richtig weiß kaum eigentlich jemand, was da passiert ist. Und trotzdem wird der Tag genommen, um zu feiern. Da hinten auf dem Berg sieht man immer noch Ameisen rumkrabbeln. Ja, wir haben irgendwie da hinten Sniper und so stehen. Eigentlich soll ich die so ein bisschen dahin locken.
Aber ich spiele dieses Spiel nur auf normal. Normal ist nur der zweite von 5 Schwierigkeitsgraden. Dementsprechend ist es meistens ganz gut machbar, dass man so direkt vorne drin steht. Hey Tobe, vielen, vielen Dank. Danke fürs Abo. Ach, 10 Monate. Na, wie geht's dir? Noch am WoW-Suchten? Heute in einem Stream gesehen, wie zwei Leute durch, also nur zu zweit durch Dire Maul durch sind. Und versucht haben, möglichst viele Gegner zu kiten. Ich glaube, ein Schamane und einen Hunter oder so? Auf jeden Fall ein Hunter, bei der anderen Klasse bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Jemand, der auch heilen konnte. Jump Runs macht ihr auch. Ah, okay. Leider. Sekunde. Irgendwie laggt das hier immer so ein bisschen. So. Ja, von wegen die Kopfhörer, wie gesagt, ich finde die richtig geil. Ich muss dazu aber sagen, ich hatte bisher auch nie Kopfhörer in dieser Preisklasse. Also ich habe halt überhaupt keinen Vergleich. Ob die jetzt besonders gut sind oder ob die halt alle so geil sind. Aber es ist halt mega angenehm zu tragen, die sind super weich, wir haben eine enorme Akkulaufzeit. Noise Cancelling ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass ich noch Kopfhörer kaufen kann, die ich draußen trage ohne Noise Cancelling. Und ja, super guter Klang, aber der Klang ist bei mir gar nicht so im Fokus, weil ich hauptsächlich eben Podcast höre. Ich hatte eben vorher so Kopfhörer und weil halt das auch total laut ist in der Stadt, muss ich... Oh, fuck. Musste ich die halt immer irgendwie auf maximal Lautstärke stellen, um das in Ruhe hören zu können. Und jetzt kann ich irgendwie leise machen und das funktioniert einfach. Alles klar, viel Spaß beim Chor, Kalpo. Hab einen schönen Abend. Das Einzige, was halt echt ein bisschen komisch ist, ist eben so große Kopfhörer draußen zu tragen. Und man kann die halt auch nicht so eben wegpacken wie so kleine Kopfhörer. Da ist so ein Case mit bei. Und wenn ich halt dann weiß, dass ich abends noch unterwegs sein werde oder so, nehme ich meistens Rucksack und Case mit, dass ich die dann da reinpacken kann. Ja, ist so ein bisschen wie mit dem Fernseher. Irgendwie bin ich mega zufrieden. Und irgendwie muss man jetzt aber erstmal gucken, so auf lange Zeit, ob sich die Investition dann wirklich gelohnt hat. Oh, fuck! Ja, und bei den alten waren auch Bluetooth-Kopfhörer und da muss ich halt echt... im Grunde jede Nacht habe ich die geladen, weil ich wirklich sie sehr viel benutze. Und jetzt reicht es, wenn ich sie einmal die Woche lade. Macht schon einen Unterschied. Das Mikro-LED. Ja, mal gucken, wann das nächste Feature kommt.
Ja, und die connecten mega schnell mit meinem Handy. Also ich mache die im Grunde nur an und dann krieg ich schon auf die Ohren gemeldet, so, ja, ist hier connected. Ja, und klar, das Noise Cancelling hilft nicht gegen irgendwelche hohen Töne oder sich stark verändernden Töne oder so. Aber halt diese ganzen, so dieses ganze Gebrumme irgendwie im Verkehr, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im ICE oder so. Das ist halt alles weg oder so stark gedämpft, dass es einen echt kaum stört. Irgendwie finde ich leider echt kein geiles Zeug. Was glaube ich daran liegt, ich habe das am Anfang ja auf schwer angefangen, das Spiel, und habe dann auf leicht, auf normal runtergestellt. Und ich glaube, ich habe einfach noch die guten Waffen von auf schwer. Und ich finde jetzt einfach nichts mehr, was das ersetzt. Bisschen schade ist. Unit is here. It's a new enemy type. Be careful. I'm counting on you. I'll join you. I said straight ahead. Definite. Die sind so groß, dass ich immer kein Gefühl dafür habe, wie weit die noch weg sind. Ist doch nicht, ich laufe vor allem weg oder was? Naja, die nächste Anschaffung, wo ich gerade so am Überlegen bin, ist ein Laptop und ich bin echt so hin und her wie gespalten, was sich so lohnt. Aber mein Laptop finde ich mittlerweile echt zu nervig. Und jetzt war ich gerade ein bisschen am gucken, ob ich zwar dann einen nehme mit einer dedizierten GPU, aber halt dann was ein bisschen älter ist, also so eine 1050 oder so, was nicht, oder beziehungsweise ist älter, nicht nur älter, sondern auch vergleichsweise wenig Strom zieht noch. Naja, mal gucken. Ey, die sind ja super nervig, die Viecher, ey. So. Ach Gott, was ist denn das für ein bescheuerter Gegnertyp? Läuft stundenlang vor einem weg. Es gibt nichts, was mehr Spaß macht. Deploying. Select a difficulty. For the air raid here. Shaking. They're strapped. This is zone one. The enemy is approaching. This is zone two. We can see the enemy here too. Command. Zone three. Enemy is here. This is zone four. Still clear. This is the final line of defense. If they break through us, the urban areas will be destroyed. No matter how big the enemy troops are, we have to hold our ground.
There are people behind us we have to protect. The air raid is coming. Don't go out too far. The air raid is coming. The tactical bomber is closing in on zone 2. It's an idea. The air raid is beginning. Don't move carelessly. Da muss man immer... Ach, ich muss eigentlich nochmal meinen Camp verschieben. Air Raid is beginning. Wow. Das wird immer auf der Karte so rot angezeigt, wo das gerade passiert. Und dann, wenn, da muss man dann kurz weg. Attacked aircraft arrived about zone 2. Commence air raid. Es gibt halt so viele Sachen, bei denen ich, auf die ich eigentlich gerne achten würde bei Laptop. Was gibt's halt nicht zusammen. Eigentlich will ich halt einen, der möglichst schmal ist, möglichst leicht ist. Wenig Stromverbrauch. Und gleichzeitig habe ich aber auch keinen Bock, dass ich in 5 Jahren denke, oh nee, der ist ganz schön, wieder ganz schön langsam. Naja, und gerade dedizierte GPU ist echt so ein Kram. Na, ich muss mal gucken, ich habe jetzt... Ich hab's noch nicht geguckt, aber Digital Foundry haben jetzt irgendwie ein neues Video gebracht mit irgendwie Laptop ohne dedizierte Grafikkarte, aber die Onboard-Grafik ist mittlerweile schnell genug für anspruchsvolle Spiele 1080p 60fps. Das wäre natürlich dann irgendwie ein ganz geiler Kompromiss. Surprising that the Ravager's attacks pass through the shield screen. The shield screen changes its behavior depending on whether the attack comes from their army or the human. It has a massive and complicated sensory system. But the Ravagers are unable to make the shield screen compact. Therefore, it must be carried by a large transport machine. In other words, that machine is too busy transporting this device and doesn't have the space for other equipment. Ground units, take down the shield bearers. Break into the shield screen and attack. Ja, Verarbeitung ist mir eigentlich wirklich das Wichtigste. Und ich weiß aber nicht, was man da kaufen soll. Zone 2. Zone 2, an air raid is coming. Fuck! Ich will da nur nicht Granaten reinballern, weil meine Leute da auch sonst stehen. Ich hatte jetzt ein bisschen geguckt nach den MSI-Laptops. Die machen irgendwie einen stabilen Eindruck. Aber wissen tue ich es auch nicht. Zone 2.
Naja, so ein bisschen wie beim Rechner auf jeden Fall. Nicht den... Und aber auch dauernd irgendwas erzählt. Nicht den allerkrassesten Scheiß kaufen, weil... Weil, veraltet halt dann relativ schnell, ne? Beziehungsweise... Lohnt nicht so richtig. Es geht mir ja... geht mir ja auch nicht darum, die allerkrassesten Games irgendwie auf dem Laptop zu spielen, also... Ja. Bis gleich. Transmission from Air Force. It looks like an attack craft Artemis formation is breaking into the combat area. Impossible. We'll become prey of the flying drones. Understood. One enemy down. I'm out of ammo. Commander, hang on. HQ destruction. How are you going to die? Oh Gott, wie viel Zeugs hier rumliegt. Artemis, under attack from flying drones. Artemis, half have been shot down. Attack craft Artemis has arrived in the combat area. Air raid will commence. Hat er sich da verlaufen? This is headquarters. Sharon Bomber is in the air. If you need it, put in a request for an attack. Currently circling in the air. Ground units, I'm with you. Don't forget that you have friends in the air. Gott, das ist alles so weit weg.
Na also. Choose loadout. Rangers can equip two weapons. Guck mal, ob da irgendwas bei ist mit einem hohen Level, aber es sieht nicht so aus. Ne. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. After analyzing the data on how the giant insects appear, we found out that the queen is somewhere in this area. It's possible this hole goes deep underground, and the queen is in the deepest part. Unless we take out the queen, the giant insects will continue to multiply, and they will take over this region. We have to kill the queen by any means necessary. We're counting on each of you to push yourself to the limit. Und each of you ist genau eine Person. Das bin ich. Let's look for enemies. Found an enemy. Storm team member destroyed the mothership. Unfortunately, no one has seen him since that battle. He is my hero. Someday, I want to be a warrior as good as him. Fuck! Ach komm, das killt mich mit einer Explosion, weil ich einmal nicht aufpasse. Es ist so lächerlich. After analyzing the data on how the giant insects appear, we found out that the queen is somewhere in this area. It's possible this hole goes deep underground, and the queen is in the deepest part. Unless we take out the queen, the giant insects will continue to They will take over this region. We have to kill the queen by any means necessary. We're counting on each of you to push yourself to the limit. Warte, ich mal gucken, ob ich wieder online bin. Ich weiß leider die Tastenkombination nicht mehr von Xbox 360 Dashboard. Naja. Huh.
team! Follow me! I have a bad feeling. This way! What should I storm team! Please come with me! Found an enemy! Commencing battle! Mich ja mal interessieren, wie viel AP man haben muss, damit man eine von diesen Granaten überlebt. Did you know? 8 years ago, one Storm Team member destroyed the mothership. Unfortunately, no one has seen him since that battle. He is my hero. Someday, I want to be a warrior as good as him. Back up the wing divers! Yes, sir! We'll soon reach the target point! Going underground from this hole, Ranger Team and Storm Team exterminate nearby enemies. Secure the hole for the following units. Understood. Storm Team, we're going down. There's no way to bring over his tracks. Oh Gott, sind das viele. Yeah.
Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hier lang geht. Weiter nach unten. Remember EDF Pride. Geht doch. Oh nein, jetzt wurde eine Million Kisten liegen. Naja. Schon wieder vorbei. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. Storm Team, your position is no good. There are too many roads and we can't protect you. If you're attacked by the enemy there, it's over. Move! Gott, von allen Seiten! Ich komm nicht durch! Storm Team, what's going on? What happened? Are you okay? Storm Team, support is on the way. Don't give up. Ich weiß gerade nicht, ob es jetzt wirklich darum geht, irgendwie wegzulaufen oder ob ich die jetzt einfach alle abknallen soll. Hm. Scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Powerzerstörer. Ey, vielen Dank. 12.000 Subs incoming.
Okay, das war irgendwie der falsche Weg. Ding, 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 ding. Heavs? Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Stimmt, habe ich es schon mal irgendwann mal richtig gemacht. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall der größte Anteil an meiner letzten Auszahlung der Twitch-Bucks. Subtrain, danke für den Sub. Danke für den Sub, danke für den Sub. Auch wenn man irgendwie sprinten könnte in diesem Spiel, ey. Damit zählen wir das nicht mehr ein. Ich versuche jetzt den Gegner hier noch zu finden. Thank you very much for the sub. Sub Hype. Auch schon 11 Monate, ey. Ist echt krass. Ja, ja. Das geht alles hier schon eine ganze Weile. Easy! Das Schlimme ist, die Schwierigkeitsgrade sind so weit voneinander entfernt, dass ich, wenn ich eins hochstelle, wir wahrscheinlich die ganze Ewigkeit an irgendeinem Level sitzen. Also ich müsste wahrscheinlich dann wirklich nochmal von vorne auf schwer spielen oder so. Deploying. Select a mission. Select a difficulty. Der ganze Chat einfach nur abonniert, abonniert, abonniert. Ranger 25, Storm Team is headed your way. Join them. Roger, waiting for Storm Team. Storm Team, Ranger 25 is ahead of you. Join them. Thank God you're here. Fünf Subs, ey, krass. Und Luai vorhin auch. Krass. Oh, das war jetzt so krass, dieser eine Hearthstone-Streamer. Na hier, Disguised Toast. Hat gepostet vor ein paar Tagen. Dass jetzt, wo jetzt ein neues Kartenspiel rauskam, das Spiel von Riot, also von League of Legends Machern, die haben jetzt auch ein Trading Card Game gemacht. Und der hat am Tag des Releases, wo er das gestreamt hat, ich glaube 6.000 neue Subs bekommen. 6.000 Subs an einem Tag. This is the final stage of the operation. You're at the deepest part of the nest. Behind this is the Queen's Hall. Get in there somehow and kill the queen. This guy is Toast, also hier Hearthstone-Streamer. Ehemals Hearthstone-Streamer, jetzt anscheinend eher Riot-Streamer. Ich weiß gerade nicht, wie das neue Kartenspiel von denen heißt.
Also ich gönn's ihm, weil er macht geilen Content. Someone actually carried out this idiot mission? Whoever ordered that is the real monster. Und verglichen mit einem Olli Welke wird er immer noch wenig verdienen. Wobei, keine Ahnung, vielleicht auch mittlerweile nicht mehr. Wenn er so viel einfach dazu kriegt. Aber halt verglichen mit irgendwelchen anderen krassen Fernsehmoderatoren oder so. Und der macht ja geilen Content. Aber es ist schon ganz schön abgefahren. Wobei Olli Welke wahrscheinlich beim Öffentlich-Rechtlichen verdient wahrscheinlich auch nicht so gut. Wahrscheinlich eher Insta-RTL-Moderator hier. Ja. Was hältst du von dem neuen Trading Card Game? Hast du es dir mal angeguckt? Ich finde ja, sie haben echt den perfekten Zeitpunkt dafür hinbekommen. Irgendwie Hearthstone sind jetzt mittlerweile schon viele abgesprungen. Blizzard hat gerade eh ihren Skandal an den Hacken mit dem chinesischen Pro-Proteste-Dings. Giant insects from multiplying is to kill the queen. The queen is in the deepest hall. Find a way there. Overwatch auf der Switch kauft niemand. I don't know my current position. Where did everyone go? Achso, ja, dafür ist natürlich der Zeitpunkt mit ist schlecht. Was ich krass fand an Overwatch, ich habe das mir das Technische angeguckt bei Digital Foundry. Und es gibt ja diesen... Oh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es gibt so einen Overwatch-Klon. Das Free-to-Play... Ich weiß gar nicht, ob es Free-to-Play ist, auf der Switch. Aber es ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Ist Cross-Plattform. Und das gibt es auch für die Switch. Das ist eigentlich auch ein PC-Spiel. Don't move carelessly. You'll be spotted by the giant insects. There should be many Ranger team members nearby. If you don't move, there will be a chance to make contact with them. Und das läuft auf der Switch in 60 Frames. Oh, someone is coming. Und ich war ein bisschen überrascht, dass sie das bei Overwatch nicht hinbekommen haben. Sacrificed much to make it this far. Complete this operation at all costs for the ones that have fallen. Auch wenn es natürlich das erste ist, wo ich dran denken würde, ne? Wenn man so ein aufwendiges Spiel für die Switch macht, dann macht 30 Frames draus. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, Switch bin ich auch noch mal überlegen, ob ich mir das statt einem Laptop hole, aber jetzt zum Beispiel war ich wieder in Dresden ein paar Tage und hatte dann im Hotel Laptop rangehangen an den Fernseher und hab da dann irgendwie YouTube geguckt und so. Und ja, es nervt einfach tierisch, dass mein Laptop dabei extrem laut ist und der Laptop selber dann kaum zu benutzen ist, weil er irgendwie eine ganze Rechenpower braucht, um Video anzuzeigen. Und das ist halt ein Feature, was mir die Switch nicht ersetzt, ne? Klar, ich könnte auch einen Rucksack in Xbox schmeißen, das kann die. Eine Xbox in Rucksack schmeißen, genau, das kann die.
Gott, ey, diese ganzen blöden Spinnen, ey. Fuck you. Boah. War's das schon? And fight together. Okay, the backup you need will be there soon. Hang in there. Okay, das heißt. Hat nicht gerade gesagt, wir warten auf Verstärkung? Oh Gott, alles muss nachgeladen werden. Das Spiel teilweise hier schon langsam läuft. Das muss auf der Original 360 echt eine Katastrophe gewesen sein. Ich habe auch ein paar Videos gesehen und es ruckelt wohl ziemlich vor sich hin. Also ich weiß jetzt nicht, ob von dem Teil, aber es ist ein Problem, was diese Spielreihe auf der 360 generell hatte. Andererseits sieht es für ein 360-Spiel echt ganz geil aus. So, wo lang? Ist da wieder hoch? Scheint so. Hmm.
Vielleicht doch da lang? Good to see you. Up ahead is the Queen's Hall. Let's go. Oh Gott, ich habe das Gefühl, mich komplett fahr. Verlaufen. Ah, nee, es klingt aber gut. Ui. Ui. Wir haben's. Hui. Level 6, Level 7, ja, schade. Vielleicht kann man nur Level, bis Level 10 finden oder so. Wenn man auf normal spielt. Wie lohnt sich das nicht? Na gut, ich muss leider hier jetzt schon Schluss machen, weil ich habe Hunger und ich muss Essen kochen und es wird spät. Dabei ist eigentlich noch gar nicht so spät. Aber naja. Na gut, von daher, vielen Dank fürs Zusehen, hat eine Menge Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ich schaffe mal wieder eine längere Stream-Session. In letzter Zeit ist immer alles so ein bisschen kurz. Ja, Wochenende sieht leider dafür auch nicht so gut aus. Vielleicht nächste Woche mal wieder. Mal schauen. Ja, danke. Danke für die vielen, vielen Subs. Habt noch einen schönen Abend. Und ja, dann bis demnächst. Bye, bye.